Maske durchführe, der hoffentlich für alle sichtbar ist, auch im Bild, wunderbar vor Bundestag und Altonaer Rathaus, sind dazugeschaltet. Das ist eine sogenannte Fraktion vor Ort Veranstaltung. Also wir beide als Bundestagsabgeordnete, ich aus Wandsbek, Matthias aus Altona, möchten dieses Thema heute Abend gerne behandeln. Und zwar mit zunächst mal einem ganz, ganz wichtigen Gast, der uns auch schnell zugesagt hat, nämlich der liebe Axel Grassmann von der Lebenshilfe Hamburg. Er ist Geschäftsführer dort. Und ich freue mich, lieber Axel, wir duzen uns immer, deswegen dürfen wir das, glaube ich, hier auch tun. Sonst natürlich auch Herr Grassmann. Also ich freue mich sehr, dass das gelungen ist, dass wir das durchführen können, weil das Thema brennt uns sehr auf den Nägeln. Und wir wollen zum einen versuchen, die Situation ein Stück weit zu verstehen. Und auf der anderen Seite wird mein Kollege Matthias Bartke natürlich auch nochmal schauen, denn er ist Vorsitzender des Sozialausschusses im Deutschen Bundestag. Und dieser Ausschuss beschäftigt sich ganz stark gerade mit Menschen mit Behinderungen und auch allen Gesetzen, die damit zusammenhängen, was wir dort tun. Wir haben uns dann auch überlegt, und da freue ich mich wirklich sehr, dass das so spontan auch gelungen ist, dass es natürlich auch wie immer nicht nur Bundesgesetze gibt, sondern es gibt immer vor Ort, also in den jeweiligen Bundesländern, wie in unserer Stadt Hamburg, auch nochmal besondere, ja manchmal besondere vielleicht Gesetze, Richtlinien, Vorkommnisse. Und dafür hat sich jetzt Regina Jeck zugeschaltet. Sie ist nämlich die Sprecherin für Menschen mit Behinderung in der hamburgischen Bürgerschaft. Liebe Regina, auch dir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und telefonisch zugeschaltet ist uns noch, und da wollen wir später dann auch ins Gespräch kommen, Nadine Schindel. Nadine Schindel hat selber Erfahrung mit einem Leben im Rollstuhl und kann uns sozusagen auch noch mal aus ihrer Perspektive berichten, wie das, was wir jetzt erzählen, sozusagen ja auch auf sie wirkt und welche Fragen sie dann gegebenenfalls auch noch hat. Also wir haben uns durchaus ein etwas breiteres Spektrum gegeben. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können uns Fragen jederzeit über den Chat stellen, kommentieren, was immer Sie beitragen möchten. Ich werde das hoffentlich dann alles hier sehen. Das klappt meistens sehr gut. Und kann das dann auch in unser Gespräch mit einbringen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles Notwendige auch gesagt und ich will sofort beginnen, nämlich bei Axel Grassmann, denn er ist im Grunde ja unser Experte heute Abend. Was sind eigentlich die größten Herausforderungen für Menschen mit Behinderung genau in dieser Zeit? Also was ist eigentlich das, wo jetzt ein Geschäftsführer der Lebenshilfe sagt, also da muss genauer hingeguckt werden. Jetzt hören wir dich aber gerade nicht, lieber Axel. Jetzt ist das Mikro immer noch aus. Ich bin natürlich diszipliniert und habe das Mikro ausgemacht. Sehr vorbildlich. Um die Geräusche zu reduzieren. Schönen guten Abend. Ich glaube, die Zeit langt nicht, um jetzt mal unsere, wie nenne ich das, vielleicht an manchen Punkten Verzweiflung offenzulegen, was in den letzten 11 Monaten eigentlich passiert ist. Ich versuche, das mal sehr zu reduzieren. Und das ist ja auch angekündigt worden, dass es auch Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund gibt. Und der Grund, warum wir das von uns als Lebenshilfe ansprechen, ist, weil das nochmal eine Pointierung der Gesamtsituation ist. Ja. Der wesentliche Punkt bei allen Gesetzgebungen und allen Bemühungen ist im Grunde genommen, dass wir über Barrierefreiheit reden. Und man merkt es ganz deutlich, wenn die Barrierefreiheit auch umgesetzt wird und Menschen befähigt werden, Informationen zu bekommen, sich zu beteiligen. Und das, muss man sagen, ist grandios nicht gelungen. Und wenn man sich Menschen mit Migrationshintergrund an oder geflüchtete Menschen anguckt. Aber vielleicht jetzt nicht, also vielleicht können wir dazu gleich kommen. Ist gut. Mit ja. Menschen mit den, mit nochmal, weil das doch nochmal eine besondere Gruppe ja auch ist. Na, und erstmal wirklich
grundsätzlicher an, weil die Barrierefreiheit ist ja nicht etwas, was wir jetzt gar nicht haben in der Stadt Hamburg. Ich meine, also für die Information. Okay. Die Information, der Informationszugang ist ein wirklich grandioses Problem. Und das ist das, was ich damit meinte. Ja, die Frage Impfen, Testen, da werden wir sicherlich heute länger drüber reden. Impfen ist ein weiteres großes Problem. Und wir haben uns als Lebenshilfe sehr eingesetzt, damit die Personengruppe Menschen mit Behinderung überhaupt in dieses Impf- und Testsystem aufgenommen wurde. Das wurde schlicht und ergreifend am Anfang vergessen. Und diese Situation ist vergessen werden, obwohl es eine Personengruppe, wo es einen sehr hohen Bedarf gibt und sehr viele Ängste gibt, und da wird Nadine Schindel sicherlich was noch zu sagen, sind wir an dem Punkt doch etwas irritiert darüber, dass so sehr darum gekämpft wird, dass eine solche große Gruppe, die Menschen mit Behinderung, die auch einen Bedarf an Impfen haben, erst gesehen werden. Das, denke ich, ist das Wesentliche, was wir nach 11 Monaten resümieren müssen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Solche Fragen sind ehrlich gesagt sogar bei mir schon im Vorfeld auch eingegangen. Und es ist für uns ja besonders wichtig, jetzt nochmal genau das aufzunehmen, was eben möglicherweise nicht gut funktioniert hat oder wo wir jetzt eben auch noch etwas tun können. Matthias, möchtest du da gleich anschließen? Was sind die Dinge, die auch bei dir, also gerade auch als Politiker, besonders aufgefallen sind? Hörst du mich? Ja, wir hören dich. Super, ich dachte, da steht Stummschaltung aufheben. Ich dachte, ich bin stumm. Nein, Politiker, der stumm ist, ist ja immer ein bisschen blöde. Das ist schlecht, aber, ja. Bevor ich auf deine Frage antworte, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir für diese nette Einladung, auf die ich mich richtig gefreut habe, weil wir haben schon mal eine Veranstaltung gemeinsam gemacht und auch so ein Format, und zwar zur Grundrente. Und das ist ja eigentlich ein total trockenes Thema, aber wir haben wirklich, das war total anschaulich und hat viel Spaß gemacht. Und also da habe ich gedacht, wenn das heute wieder so gut wird, das ist bestimmt klasse. Aber es ist natürlich ein außerordentlich bedrückendes und schwieriges Thema, was du heute aufgegriffen hast. Denn man kann natürlich so generell gar nicht sagen, was sind eigentlich die größten Herausforderungen für Menschen mit Behinderung, weil die Lebenssituationen von Menschen mit Behinderung sind natürlich extrem unterschiedlich, hängt ja auch von den jeweiligen Behinderungen ab, und das ist eben völlig divergierend. Aber ich will mal in meinen Augen die drei größten Schwierigkeiten beschreiben oder die größten Herausforderungen. Das erste würde ich mal nennen Risiko und Gefährdung. Risiko und Gefährdung sind beide für Menschen mit Behinderung immer größer, als das für Menschen ohne Behinderung ist. Vor allen Dingen haben sie eben eine höhere Gefährdung für einen schwereren Covid-Verlauf, und gleichzeitig ist die Ansteckungsgefahr größer. Und sie sind eben insgesamt häufig anfälliger für sie oft ein geschwächtes Immunsystem haben. Und sie sind angewiesen auf Unterstützung von anderen Menschen. Das heißt, die Selbstisolation geht in Wahrheit nicht so gut. Man hat immer mehrere Kontaktpersonen, zum Beispiel wenn man einen ambulanten Pflegedienst hat und da mehrere Assistenten oder Assistenten da sind, auch die täglich vorbeikommen, und die wechseln ja auch häufig, und dann hat man deutlich höhere Ansteckungsrisiken, als das bei anderen Menschen ist. Also das finde ich, ist, glaube ich, ein riesiger Punkt. Also erster Punkt würde ich immer sagen, Risiko und Gefährdung. Der zweite Punkt ist ein Punkt, der auch alte Menschen ganz häufig betrifft, aber Menschen mit Behinderung eben auch ganz stark. Und das ist die Einsamkeit. Wenn Menschen mit Behinderung in Einrichtungen wie Wohngemeinschaften leben, haben sie schon seit Monaten deutlich weniger Kontakte als sonst. Und die Bewohner sind nun fast schon seit einem Jahr weitestgehend von ihren Familien getrennt. Und weil die Werkstätten für Menschen mit Behinderung geschlossen waren, fehlen auch die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz. Und Quarantäne und Isolierung sind für die meisten Menschen ja ohnehin belastend. Und das gilt natürlich wahrlich nicht nur für die Menschen mit Behinderung. Das ist ja völlig klar. Und
Axel Grassmann als Geschäftsführer der Lebenshilfe kann da sicherlich auch nochmal ganz massiv dazu nochmal erläutern, was das eigentlich heißt, diese Einsamkeit. Weil die Lebenshilfe hat ja vorrangig mit Menschen mit geistiger Behinderung zu tun. Und für die ist das häufig ganz besonders schwer, weil sie gar nicht verstehen, was da passiert und warum plötzlich neue Regelungen sind und warum sie nicht in ihre durchaus ja geliebte Werkstatt für Menschen mit Behinderung dürfen. Das ist ganz schwierig und dann haben sie Angst und sind traurig. Und die dritte Herausforderung, und das hat Axel Grassmann eben schon gesagt, das sind die stockenden Impfungen. Und die Impfungen sind ja in Wahrheit der einzige Ausweg, den wir haben aus dieser furchtbaren Pandemie. Aber da zu wenig Impfstoff da ist, dauert es noch irre lange. Aber ich glaube, zum Thema Impfung werden wir gleich ohnehin noch ein bisschen mehr reden. Mhm. Aber das sind so, glaube ich, so jedenfalls so die drei größten Punkte und die drei größten Herausforderungen. Aber sie sind natürlich auch nur die drei größten, da gibt es schon noch deutlich mehr. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, wenn man das jetzt erstmal hört, auf der einen Seite sind es natürlich Dinge, die viele andere Menschen auch haben. Aber ich glaube, ich habe also jetzt gut herausgehört nochmal, was eben das Besondere dann ja auch ist und worauf wir eben nochmal stärker achten müssen. Und wir wollen ja nochmal schauen, wie man denn damit besser umgehen könnte, als es möglicherweise nun auch geschehen ist. Axel Grassmann, vielleicht darf ich doch nochmal nachfragen, gibt es bei der Lebenshilfe auch nochmal besondere Rückmeldungen bei Kind? Matthias, kannst du dein Mikro sonst nochmal ausstellen? Weil du hörst dir immer zu. Genau. Gibt es auch Rückmeldungen bei Kindern mit Behinderungen, bei Eltern, die eben Kinder mit Behinderungen haben? Da hatte ich jetzt auch ein, zwei, die mich durchaus gefragt haben und sagten, Mensch, aber mein Kind ist doch nun, also kann sich eben schneller anstecken. Wie kann ich mich eigentlich besser um mein Kind kümmern? Wie kann ich besser Hilfe bekommen? Ist das ein Thema, was auch die Lebenshilfe sehr beschäftigt? Ja, das ist wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, das ist wirklich bedrückend. Denn am Ende bleibt den Eltern schlicht und ergreifend nur über, die Kinder nach Hause zu nehmen und dann ein Elternteil, der in dem Haushalt bleibt, weil letztendlich die Versorgung um diese Kinder, um diese Eltern herum zum Teil nicht mehr stattfindet. Auch in der Schule nicht, weil die Hygienemaßnahmen zum Teil nicht eingehalten werden und natürlich die Eltern berechtigterweise große Angst haben, dass ihr Kind sich infiziert und dann zum Teil lebensbedrohlich ist. Darauf gibt es im häuslichen Umfeld keine vernünftigen Antworten, die wir kennen. Ja? Das fängt bei der Schutzkleidung an oder eben auch die Frage, wann wird so ein Kind geimpft. Da haben wir sehr viele Rückmeldungen. Wir finden das wirklich dramatisch nach 11 Monaten, dass Kinder zum Teil 11 Monate nicht am Schulunterricht teilnehmen. Dass das hingenommen wird, finden wir schwierig. Und auch die Lebenssituation für Eltern, weil wir Anfang des Jahres der Pandemie auch Probleme mit der Frühförderung hatten, auch das zum Teil nicht gewohnt ist. Das ist wirklich eine sehr schwierige Situation, die wir da wahrnehmen. Und wir haben auch viele verzweifelte Rückfragen der Eltern. Das ist in der Tat so. Und darf ich da noch mal einhaken? Es ist ja grundsätzlich etwas, was wir also schlimm und furchtbar finden, dass es so lange gedauert hat, auch überhaupt mit der Beschulung. Nun will ich aber auch deutlich machen, das will ich jetzt nicht den Lehrerinnen und Lehrern vorwerfen, sondern die Digitalisierung in unserem Land ist eben deutlich langsamer vorangeschritten, als es hätte sein können. Nur wir standen eben an dem Punkt, an dem wir nun mal standen. Und ich frage mich, ging denn so etwas wie Fernunterricht bei Kindern, die Behinderungen haben? Oder ich meine, Behinderung ist natürlich auch mal so ein weites Feld, nicht so? Oder war da sozusagen auch wirklich fast keine Betreuung mehr möglich? Wie ist das ungefähr? Wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Also es gibt natürlich Kinder, die gut im Unterricht mitkommen und in denen die sozialen Systeme so sind, dass die auch über Fernunterricht diesem Unterrichtsstoff folgen können. Ja, das gibt es. Aber es gibt eben auch sehr viele Kinder, die es nicht können. Die sind abhängig von Schulbegleitern. Und in Hamburg, das ist in anderen Bundesländern anders, ist es so, dass die Schulbegleiter, die diese Kinder brauchen, nicht nach Hause mitgehen können. Und ich habe letzte Woche einen Beitrag gesehen im Kontrast. Da ging es um ein Kind in Weimar, dass ein Schulbegleiter zugestanden bekommen hat in die Schule. Mhm. Da geht es im häuslichen Umfeld, aber zu Hause durfte der Schulbegleiter das Kind nicht betreuen. Und der Unterschied ist, dass sie sagen, für ein Kind
Das Zuhause ist, darf das Kind kein IQ mehr höher haben als 70 und das Kind hatte ein IQ von 73. Da fragt jeder normale Mensch, wie kann das sein? Ja, und die Mutter ist verzweifelt. Und das sind, ich sag mal, das ist ein sehr klares Bild. Also das ist unklar mit Schulbegleitern bundesweit komplett unterschiedlich, unterschiedliche Bezahlung. Aber es trifft die Eltern am Ende, die mit ihrem Kind zu Hause sind. Das Kind lernt nicht. Übrigens, es ist ein 14-jähriges Kind, das auch Recht auf Bildung hat. Und wenn wir uns die Digitalisierung angucken, müssen das Ziel differenter Unterricht sein. Das heißt, es müsste auf das Kind runtergebrochen werden. Und bei aller Fantasie glaube ich nicht, dass Lehrer das können. Wenn sie Wechselunterricht haben, Präsentunterricht, die sind mit der klassischen Beschulung sicherlich mehr als an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Also fallen mal wieder die Kinder runter. Das ist, glaube ich, ganz klar so. Also ich habe viele Rückmeldungen bekommen. Man telefoniert sich ja wirklich durchs halbe Land gefühlt. Und ich habe durchaus häufig die Rückmeldung bekommen, dass nach der ersten Lockdown-Geschichte sozusagen, also komplett Lockdown haben wir ja nicht, aber eben das, was wir haben, nach der ersten Sache war es chaotischer als jetzt beim zweiten Mal. Also natürlich klappt es nicht überall. Es hängt ganz stark davon ab, wie auch das Elternhaus jeweils bestückt ist, wie die Eltern eingebunden sind und so weiter. Aber zumindest hatte sich so eine kleine Infrastruktur wohl schon eingerichtet. Kann man von so einer Entwicklung sprechen oder gar nicht im Bereich der Behinderung? Ich würde sagen, schon eher gar nicht. Ja? Das ist sicherlich vielleicht in kleinen Kommunen und Kreisen anders. Ich kann das in Hamburg sehr gut einschätzen. Da kann man sagen, gar nicht bis, ich sage mal, wir gehen ja nochmal auf die Menschen mit Migrationshintergrund oder Flucht ein. In Unterkünften passiert nichts. Die Kinder bleiben schlicht und ergreifend in den Unterkünften und es fällt nicht auf. Und da kommen wir gleich nochmal drauf direkt zu. Und das ist ja für mich eine Überhöhung der Situation oder der Lebenssituation dieser Menschen. Ich finde, es ist ein Brennglas, was in unserem Sozialstaat nicht funktioniert. Das sind die Kinder, die eben nicht drei Rechner zu Hause haben, aber vier Kinder, ja, die nicht Unterricht bekommen. Und es sind vor allen Dingen auch Kinder, die eine besondere Unterstützung brauchen. Und dann müssen die Schulbegleiter zu Hause sein und das muss man regeln. In Hamburg ist die Idee dazu, dass die Schulbehörde die Hygienekonzepte zu Hause nicht überprüfen kann. Und deswegen dürfen die Schulbegleiter nicht nach Hamburg. Das spricht auch für sich, ja. Die Kinder brauchen Unterstützung, sie kriegen ihn nicht. Okay, gut. Also vielen Dank erstmal für dieses ja auch durchaus etwas bedrückende Bild, muss ich sagen. Matthias, ihr habt euch aber, das weiß ich ja, auch im Sozialausschuss damit beschäftigt. Wir haben im Bundestag ja auch durchaus häufiger über das Thema gesprochen. Magst du noch mal kurz skizzieren, was da so die Ergebnisse waren? Ja, wir haben das in der Tat intensiv diskutiert und ich will auch mal ganz persönlich sagen, dass mich das richtig beschäftigt. Also jetzt gar nicht nochmal Kinder mit Behinderung, die natürlich noch ganz besonders, aber ich glaube, die Leidtragenden dieser ganzen Corona-Krise sind ganz, ganz vorneweg die Kinder. Und das ging ja jetzt in den letzten Tagen auch durch die Medien, dass viel mehr Kinder depressiv geworden sind, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Und man muss, also für uns Erwachsene geht die Zeit ja auch viel schneller vonstatten, aber für Kinder ist so ein Jahr Lockdown, das ist unglaublich lange. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen. Und wir haben im Bundestag, wir wissen das natürlich und wir versuchen es auch wirklich, das Leid zu mindern, soweit das möglich ist. Aber das ist natürlich häufig nicht einfach. Und es geht aber natürlich uns auch vor allem um die Eltern. Und wir kennen ja alle die Schwierigkeiten mit der Beschulung und mit dem Homeoffice. Und wenn die Eltern dann plötzlich den Lehrer machen, das ist also richtig schwierig. Aber wir haben jetzt zumindest dafür gesorgt, dass das Kinderkrankengeld verlängert wird. Grundsätzlich gewährt ja die gesetzliche Krankenversicherung berufstätigen Eltern, die ein erkranktes und familienmitversichertes Kind unter 12 Jahren versorgen müssen, gewährt die Krankenkasse Krankengeld praktisch als Ausgleich für ihren Verdienstausfall. Und das haben wir in diesem Jahr, also 2021, also in diesem Jahr jetzt, von 10 auf 20 Tage erhöht, doppelt. Und für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage. Also das ist schon mal eine ganze Masse. Und im Prinzip gilt das für Kinder, die betreut werden, bis 12 Jahren.
Aber bei Kindern mit Behinderung haben wir gesagt, haben wir diese Grenze aufgehoben. Und dafür gibt es jetzt keine Altersbegrenzung. Und erfasst sind damit eben auch erwachsene Kinder mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind und die bei ihren Eltern leben. Und Eltern können das Kinderkrankengeld auch dann beantragen, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Der Kinderkrankengeldanspruch besteht außerdem, wenn das Kind zu Hause betreut werden muss. Und die Gründe können natürlich immer vielfältig sein. Ne? Die WFBM, die Schule oder die Kita sind geschlossen, die Präsenzpflicht ist in der Schule aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot wurde eingeschränkt. Also das sind alles mögliche Varianten, wo dann die Eltern zu Hause bleiben müssen und dann können sie Verdienstausfall Kinderkrankengeld bekommen. Das haben wir erhöht und eben auch noch verlängert. Aber wir wissen natürlich auch, damit kann man die Probleme nur ein bisschen lösen. Die Probleme bleiben natürlich weiter bestehen. Genau, und bei dem Kinderkrankengeld, da haben wir ja tatsächlich, du sagtest eben, weil man zu Hause bleiben muss, da gab es dann sogar auch eine Diskussion, also es betrifft ja auch Kinder ohne Behinderung, da gab es auch eine Diskussion, was das heißt. Also die Empfehlung, dass Kinder zu Hause bleiben sollen, reicht da eben schon aus. Es muss nicht sein, dass die Schule komplett geschlossen ist, sondern selbst wenn es eine Notbetreuung gibt, hat man aber durchaus Anspruch auf dieses Kinderkrankengeld. Ich würde, also wenn du magst, liebe Regina Jeck, würde ich dich sonst auch noch mal hier dazu holen wollen, weil wir haben jetzt so ein bisschen die Hamburger Situation ja skizziert bekommen. Einmal jetzt von der Lebenshilfe, dann was der Bundestag macht. Vielleicht magst du auch noch mal sagen, wie euch das in der hamburgischen Bürgerschaft beschäftigt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Jahr zurückgehe, dann hatten wir ja auch, was sozusagen Bürgerschaft frisch gewählt. Und wir so eigentlich in diese Regierungsarbeit gar nicht so richtig reingekommen sind, sondern da stand ja im Vordergrund das Senatshandeln. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir fachbereichsmäßig Corona-Ausschüsse gebildet haben, wo wir auch spezifische Themen dann unter diesen Pandemiebedingungen uns angeguckt haben. Und im Sozialausschuss war natürlich auch der Bereich der Menschen mit Behinderungen im Vordergrund. Ich will da noch mal ausdrücklich dazu sagen, dass es unsere Sozial- und Gesundheitssenatorin ist, die da wirklich das Augenmerk drauf gehalten hat. Ich will aber nicht in Abrede stellen. Im Gegenteil will ich meinen beiden Vorredner unbedingt zustimmen, was die Beschreibung der Problematik anbetrifft. Und mit der haben wir uns auch in der Bürgerschaft befasst. Und geguckt, was wir an Maßnahmen ergreifen können, Dinge zu lindern. Und jetzt stand ja auch dieser schulische Bereich im Vordergrund. Das ist nach wie vor eine Herausforderung grundsätzlich. Und wir haben ja Inklusion auch in Schulen und die Problematik zu bewältigen und die Kinder reinzunehmen und die an, ich sag mal, an erster Stelle zu stellen. Und an der Stelle würde ich noch mal in Richtung von Herrn Grassmann sagen, also was Hamburg anbetrifft, wir haben auf gar keinen Fall, also die Menschen mit Behinderungen nicht, also die haben wir im Blick, aber es lässt sich nicht immer zufriedenstellend lösen. Ich will mal so ganz praktische Beispiele ganz kurz hinzufügen. Ich bin auch im, also nicht nur im Sozialausschuss mit meiner Sprecherinnenfunktion, sondern auch im Eingabenausschuss, ploppen diese Probleme immer hoch, weil Bürgerinnen und Bürger kommen und sagen, also es gibt eine Maskenpflicht und wir behinderten Menschen, wir werden in der Öffentlichkeit massiv verbal angegriffen und angefeindet. Und es ist aber notwendig, dass wir da und da waren und haben die Maske nicht aufgehabt. Und wir sind jetzt dabei zu gucken, wie wir und das ist ja eine schwierige Situation. Wir müssen ja eher immer, ich sag mal, drücken, Leute, Masken tragen und nicht dann den Fokus hinwenden. Also da gibt es aber Ausnahmen. Und da diese Gratwanderung hinzukriegen, da sind wir gerade auch im Gespräch und in der Runde mit der Bürgerschaft. Das ist jetzt so ein ganz, ganz pragmatisches Beispiel mal so rausgegriffen. Was ich auch noch sagen möchte zu der Eindämmungsverordnung, die wir in Hamburg haben, da haben wir die behinderten Menschen im Blick. Also ich habe zum einen diese Maskenpflicht, wo ganz, ganz
viel Spielraum ist, um Menschen, die es nicht tragen können, auch zu schützen. Das ist in der Eindämmungsverordnung drin, aber auch in den Kontaktbeschränkungen. Und Herr Grassmann, ich würde ganz gerne das mit der Schulbegleitung mitnehmen in meine Bürgerschaftsarbeit, weil die Eindämmungsverordnung lässt Assistenz zu und hebt dann diese rigide Kontaktbeschränkung auf 2 Personen aus 2 unterschiedlichen Haushalten und nicht mehr auf. Und ich denke, laut Eindämmungsverordnung müsste so ein Kontakt, wenn er notwendig ist, für einen Schulbegleiter in der Häuslichkeit möglich sein. Dieses würde ich mitnehmen. Also das ist jetzt sehr kleinteilig, was ich gesagt habe. Ich würde mal hier an dieser Stelle einen Punkt machen. Ganz herzlichen Dank. Wir wollen ja noch ganz viel reden heute Abend, wollen auch viele Fragen und Überlegungen auch noch mit einbeziehen. Vielleicht kann ich an dieser Stelle, ich hoffe, Sie kann mich hören, Nadine Schindel noch mit einbeziehen, die selbst sich politisch engagiert hat, auch gerade im letzten Jahr bei der Bürgerschaftswahl, aber eben auch selbst das Leben kennt, wenn man eben eine Behinderung hat. Und liebe Nadine, ich glaube, du hattest auch eine Frage uns mal geschickt, noch bevor ich gefragt habe, ob du dann auch gleich teilnehmen magst. Und da ging es tatsächlich um die Impfung, die ja Axel Grassmann jetzt auch schon angesprochen hat. Magst du uns das noch mal jetzt selber direkt sagen? Ja, das mache ich gerne. Also erstmal finde ich das ganz toll, dass ich jetzt schon viel auch gehört habe, was mir auch wichtig ist. Mein Hauptanliegen, was ich jetzt noch zu dem, was schon gesagt wurde, ergänzen möchte, ist einfach, dass ich es nicht wirklich nachvollziehbar finde, welche großen Unterschiede zurzeit gemacht werden zwischen Menschen mit Behinderungen, die in einer Pflegeeinrichtung zum Beispiel leben, und Menschen, die ambulant in einer Häuslichkeit unterstützt werden. Also das ist ja gerade schon ganz kurz angeklungen. Für Menschen in Pflegeeinrichtungen gibt es die Möglichkeit, dass die Unterstützungskräfte dort getestet werden. Für Menschen, die zu Hause unterstützt werden, gibt es diese Möglichkeit so nicht. Und das kann ich von meiner Seite aus eben gar nicht so verstehen. Ich habe auch nirgendwo bis jetzt dazu eine Information gefunden, die mir das irgendwie plausibel werden ließ, warum da, obwohl die Krankheitsbilder ja zum Teil völlig identisch sind, so ein Riesenunterschied gemacht wird. Da möchte ich an der Stelle kurz anreißen, dass ja in den letzten Jahren, was ich sehr begrüße, ganz viel überlegt wurde vom Politischen her, wie kann man das unterstützen, dass Menschen eben nicht mehr zwingend in die Einrichtung gehen müssen, nur weil sie eine Behinderung haben. Welche Möglichkeiten und welche Angebote kann man da schaffen, um das auch in einer normalen Wohnung zum Beispiel, in einer barrierefreien, rollstuhlgerechten Wohnung möglich zu machen? Und dass man das jetzt so unterschiedlich betrachtet von der politischen Gesetzgebung her, kann ich an der Stelle nicht verstehen. Das ist das eine. Darf ich an der Stelle nur einmal kurz nochmal nachfragen, ob ich das jetzt nämlich auch richtig einordne? Das ist ja nicht sozusagen mein Schwerpunkt, deswegen muss ich immer nochmal nachfragen. Also die Diskussion, die gibt es auch schon außerhalb der Pandemiezeiten. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Verstehe ich das richtig? Und jetzt in der Pandemiezeit sozusagen ist das nochmal besonders auffällig geworden oder nochmal besonders schwierig geworden? Ich glaube, da war die Frage jetzt super gut. Ich meinte, glaube ich, etwas anderes. Ich meinte, dass vor der Pandemie da ganz besonders das Augenmerk darauf gelegt wurde, wie man es schaffen kann, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr zwingend nur die Einrichtung als Wohnmöglichkeit haben, sondern wie man es schaffen kann, auch außerhalb von Behinderteneinrichtungen Möglichkeiten so zu gestalten, dass auch Menschen mit Behinderung da leben können. Und das finde ich grundsätzlich gut. Deswegen finde ich jetzt umso schräger, dass jetzt Menschen mit Behinderung, die nicht in einer Einrichtung leben, oft so wenig Berücksichtigung finden. Also sowohl, wenn es um die Testmöglichkeiten für
die ja einfach nun mal mit notwendigen Unterstützungskräfte geht, als auch wenn es um die Impfung geht. Das kann ich an der Stelle nicht so verstehen. Das ja, erschließt sich mir nicht ganz, weil ich das sogar konträr finde. Auf der Ja. einen Seite in den letzten Jahren so viel unterstützt zu haben und nochmal, das finde ich ganz großartig, in die Richtung muss es, finde ich, gehen, dass Menschen mit Behinderung die Wahl haben, ob sie in einer Einrichtung leben möchten oder nicht. Aber ich finde gerade dann, wenn man sagt, diese Wahlmöglichkeit soll es geben, da muss man Menschen mit Behinderung auch außerhalb von Einrichtungen im Falle dieser Pandemie berücksichtigen und darf da nicht so große Unterschiede machen zwischen Menschen in Einrichtungen, deren Unterstützungskräfte getestet werden können zum Beispiel, und Menschen, die nicht in Einrichtungen leben, die diese Möglichkeiten für ihre Unterstützungskräfte gar nicht bekommen. Und diesen Unterschied, den gibt es ja auch in Bezug auf die Impfung. Genau, ganz herzlichen Dank. Wir kommen gleich auf den zweiten Punkt. Ich würde gerne bei diesem ersten Punkt nochmal die Runde sozusagen machen, auch mit unseren Experten. Also zum Impfen könnte ich jetzt auch eine ganze Menge erzählen. Ich war heute auch in der zentralen Nachverfolgungsstelle in Wandsbek und mit den Impfstoffen, und die Stadt Hamburg möchte halt, dass sozusagen ja alle den gleichen Impfstoff, also es muss ja auch so sein, dann wirklich haben. Die Stadt Hamburg hält immer den entsprechenden Impfstoff zurück. Da ist das mit dem, also sozusagen, das ist ja das Gleiche in den Arztpraxen etc. noch schwierig bisher, also mit dem Transport, der Lagerung von bestimmten Impfstoffen. Jetzt die neu kommen, da soll es ja einfacher werden. Also da soll ja vieles möglich werden. Aber mal grundsätzlich, ich finde die Frage ja tatsächlich sehr wichtig, zu sagen, eigentlich gehen wir einen anderen Weg. Eigentlich wollen wir den Menschen möglichst viel Eigenständigkeit ermöglichen. Regina oder Axel Grassmann, ich weiß, dass wir das auch bei früheren Veranstaltungen immer wieder hatten, das Thema, zu sagen, wie ermöglichen wir mehr, dass diejenigen zumindest, die es eben wollen, ja auch dann privat sozusagen Unterstützung bekommen, also auch ambulante Hilfen bekommen. Hat sich das in der Pandemie tatsächlich ein Stück weit in die andere Richtung gewendet? Ist das, kommt das auch, also wird das von vielen Menschen auch angesprochen, Axel? Das kommt von Bundesland zu Bundesland darauf an, wie das umgesetzt wird. Und wir hatten ja als Lebenshilfe, als dann als Geschäftsführer in den ersten 2 Monaten, zweimal in der Woche eine Telefonkonferenz, Videokonferenz, um zu besprechen, wie es ist. Ich muss sagen, dass einzelne Kommunen, Landkreise sich sehr schwer getan haben und gar keine Leistung mehr bewilligt haben, weil wir sie abrechnen müssen. Und man muss sagen, das ist richtig, Frau Jeck, Hamburg war da vorbildlich, zumindest die Sozialbehörde, nicht alle Behörden so reagieren so, haben sehr schnell dafür gesorgt, dass wir weiter leisten konnten. Okay. Aber die Frage, die Nadine so, ich sag mal, in ihrer sehr freundlichen Art, und ich nenne, sozusagen wir duzen uns auch schon ewig, so formuliert ist zu sagen, warum wird dieses ganze System von einem Pflegeheim runtergebrochen und Menschen, die in einem häuslichen Umfeld, die zu Hause leben, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, nicht bedacht? Das ist eine ganz spannende Frage. Also auch die Frage ist zum Beispiel, es gibt jetzt 2 Personen im häuslichen Umfeld, ja, die können geimpft werden. Und wenn Angehörige dabei sind, das sind ja oft mehr Personen, die sich um solche Personen kümmern. Das wird nicht mit runtergedacht. Und wir haben in den Einrichtungen der Lebenshilfe bundesweit sehr wenig Infektionen durch sehr gute Arbeit erreicht. Und ich verstehe, dass man sagt, wir kümmern uns um die Alten- und Pflegeheime. Aber es gibt eben Menschen, die zu Hause wohnen, die exakt dieses Problem auch haben. Und Nadine hat es beschrieben. Und da geht es nicht um Versorgung, sondern da geht es mitunter um Leben oder nicht leben. Und dass das nicht durchdringt, ja, das ist völlig unverständlich aus meiner Sicht. Denn es wäre im Grunde genommen etwas einfacher gewesen aus meiner Sicht, wenn man den Hausärzten eine höhere Kompetenz zugestanden haben, denn da gehen die Menschen in der Regel hin. Die haben eine ärztliche Versorgung und dann hätte man sagen können, okay, hier haben wir die Person, die braucht es. Und da haben wir bei uns mehrere Personen, um die wir uns kümmern, die wirklich, wirklich Angst haben. Also das mit den Hausärzten, wenn zumindest was die Impfung angeht,
ist ja in der Planung, sobald eben beispielsweise AstraZeneca uns genug Impfstoff liefert, weil das lässt sich bei Hausärzten eben auch halten, ne? So, da braucht man nicht die minus 70 Grad einhalten und all diese Dinge. Da habe ich zumindest eine Perspektive, was ja schon mal ganz gut wäre. Trotzdem, glaube ich, ist der Punkt gut angekommen, der als Problem ist. Wollte noch Matthias oder Regina etwas dazu sagen? Sonst würde Ich ich, ja. würde, ja, ich würde ganz gerne was dazu sagen, weil mich diese Impfverordnung seit Erlass, und ich nehme mal an, Matthias, dich auch sehr, sehr beschäftigt. Und ich nehme mal auch Melanie Leonard mit rein, weil wir sind ja immer wieder in den Schalten, wenn es neue Verordnungen gibt, und wir gucken dann auch. Und wir haben selbstverständlich gesehen, wo mangelt es und wo ist nicht bedacht. Und ich kann jetzt praktisch, ich will jetzt also unseren Gesundheitsminister Spahn jetzt nicht verteidigen, aber ich sag mal, es ist ja von der obersten Gesundheitsbehörde gekommen, und die haben einen Plan gemacht, und sie haben sich von Fachleuten unterstützen lassen und haben dann Gruppen identifiziert, nach welcher Reihenfolge sie was machen wollen, und haben priorisiert. Und das hat damit zu tun, dass es nicht genügend Impfstoff gibt. Also schon von Anfang an wusste man das. Und danach gab es ja, ist ja in den Medien verfolgt worden, dass es dann, ich sag's mal jetzt ganz flapsig, auch zu Pannen gekommen sind. Das ist der Hintergrund. Und das Problem mit der Häuslichkeit und den stationären Einrichtungen gibt es auch im Seniorenbereich. Die in den Pflegeheimen sind, die sind zuerst priorisiert. Und hochbetagte alte Menschen, die in ihrer Häuslichkeit leben, die sind in der anderen, die sind erst danach dran. Das erschließt sich einem erstmal nicht, auch nicht an dieser Stelle. Und ich sage mal, bei den behinderten Menschen kommt noch dazu, dass wir hochvulnerable Menschen haben, die 30 sind, und die kommen dann irgendwann mal dran. Da habe ich mich so aufgeregt drüber. Also ich habe es wirklich in jeder Sitzung angesprochen. Und in Hamburg haben wir jetzt gesagt, also nach Möglichkeit, wir haben ja diesen Impfstoff AstraZeneca, und wir versuchen jetzt, ich sag mal, diese Lücken zu schließen, indem wir dann sagen, wenn wir diesen Impfstoff haben, den sollen ja Jüngere kriegen, dass wir dann auch diese Gruppen von Menschen mit Behinderung reinnehmen. Aber Herr Krassmann, Sie haben vollkommen recht, dass das in diese Impfverordnung so nicht gleich von Anfang reingenommen wurde, ist ohne Worte. Und bei AstraZeneca kommt natürlich das zweite Problem dazu. Das hat uns auch eine Dame geschrieben, nämlich, dass manche sagen, da ist ja die Sicherheit nicht ganz so hoch wie bei dem anderen Stoff. Aber Das bei dem stimmt nicht. anderen Impfstoff wiederum ist eben die Lagerung so schwierig. Ich meine, jetzt kommt ja noch ein dritter. Das sind schon noch mal wirklich Herausforderungen, die natürlich in kürzester Zeit auch bewältigt werden müssen. Nadine, ich hatte dich aber eben, oder Entschuldigung, Matthias, du machst gerade. Ja, gerne. Ich würde Genau, Entschuldigung. gerne was zur Impfung sagen, aber bevor ich was zur Impfung sage, würde ich gerne was zu Nadine sagen, wenn ich darf. Natürlich. Okay. Weil Nadine hat in meinen Augen ein extrem wichtiges Thema angesprochen, wie Menschen mit Behinderung leben. Und es ist ja in der Tat so, dass die Pandemie, die wir derzeit erleiden, manchmal wie so ein Brennglas ist. Und praktisch unterm Brennglas erscheinen uns die Probleme unserer Gesellschaft, die in der Vergangenheit schon offenkundig waren, aber jetzt sind sie nochmal richtig viel deutlicher. Und was das Wohnen anbelangt, das Wohnen von Menschen mit Behinderung, da muss man sagen, und das weiß ich zufälligerweise, ist nämlich Nadine Schindel eine absolute Vorkämpferin. Nadine, ich war nämlich zufälligerweise mal mit Ulla Schmidt, der Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, habe ich Nadine besucht und sie hat uns ihre Wohnung gezeigt, wie eine Wohnung, die mit ganz viel Assistenzsystem eingerichtet ist, obwohl eben auch eine schwerstbehinderte Frau wie Nadine dann auch leben kann, was vorher im Grunde so gar nicht möglich ist. Und das ist im Grunde nur darauf zurückzuführen, dass Nadine Schindel so eine unglaubliche Durchsetzungsfähigkeit hat und das durchgesetzt hat, dass sie diese Wohnung dann bekommen hat. Natürlich in Altona war die Wohnung, mein Wahlkreis. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber
Man muss ja sagen, nicht jeder hat die Durchsetzungsfähigkeit wie Nadine, um das durchzusetzen. Aber wir haben eigentlich ins Gesetz geschrieben, dass das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung bezogen auf ihren Wohnen zu berücksichtigen ist. Und wir merken immer mehr, und ich schätze mal, dass Axel Grassmann das bestätigen wird, dass darauf weniger Rücksicht genommen wird und dass den Leuten gesagt wird, nee, wohnt mal nicht zu Hause, sondern wohnt in Einrichtung. Also das finde ich, dass Nadine das hier eben angesprochen hat, dieses Thema, finde ich absolut richtig. Und es muss auch angesprochen werden, weil es jetzt eben nochmal richtig deutlicher wird. So, ist doch ein bisschen mehr geworden. Aber jetzt wollte ich doch noch was zur Impfung sagen, weil natürlich ist die Impfung das Licht am Ende des Tunnels. Aber jetzt ist natürlich auch an dieses Ende des Tunnels noch so ein kleines Fragezeichen gekommen oder auch ein ziemlich großes Fragezeichen durch die Mutation. Und wir wissen nicht genau, wie die unterschiedlichen Impfstoffe darauf reagieren. Aber Regina hat das ja eben auch nochmal gesagt über die Reihenfolge dieser Impfungen. Also erst einmal gibt es ja die Prioritäten. Die Priorität 1, das ist also die höchste Priorität, da sind im Grunde nur Menschen über 80 und Pflegebedürftige in Heimen drin. Und die Priorität 2, das ist die hohe Priorität, da, ich habe mir das aufgeschrieben, sind Menschen über 70 Jahre, Menschen mit Trisomie 21, also Down-Syndrom, Demenz oder einer geistigen Behinderung sowie Patienten nach Organtransplantation. Darüber hinaus fallen in diese Gruppe Menschen, die in einer stationären Einrichtung zur Behandlung, Betreuung oder Pflege geistig behinderter Menschen tätig sind oder Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln und betreuen oder pflegen. Und man merkt das schon, wenn das so ausdifferenziert ist, dann gibt es aber auch schon andere Gruppierungen, die dann eben nicht drinstehen und die kommen dann auch nicht rein. Und da hat Regina Jeck meines Erachtens völlig recht, wie diese Sortierung stattgefunden hat. Momentan rechnet der Gesundheitsminister damit, dass wir mit dieser Gruppe 2, also mit hoher Priorität, nicht die höchste, ab April impfen können. Und ebenso gehören in diese Gruppe 2 seit der neuen Verordnung, die haben wir ja jetzt nun letzte Woche beschlossen, gehören auch Pflegebedürftige mit einer Person und vorher waren das, Entschuldigung, mit zwei Personen, vorher war das nur eine Person. Also, in Gruppe 2 sind aber auch noch vorgerückt Menschen mit bestimmten chronischen Krankheiten sowie Lungenkrankheiten. Aber für Menschen mit Behinderung enthält diese Verordnung wirklich gravierende Lücken. Denn insbesondere geistig Behinderte werden überhaupt nicht ausreichend berücksichtigt. Und eigentlich müssten Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung müssten in die höchste Stufe gehen. Das halte ich für völlig klar. Und das hat Nadine und das hat ja eben auch Regina nochmal sehr deutlich gesagt. Und da ist es, und die ständige Impfkommission hat vorgeschlagen, dass die Bundesländer das auch in eigener Eigenverantwortung machen können, dass also Problemfälle besser behandelt werden. Aber die könnte man nicht in Gruppe 1, sondern maximal in Gruppe 2. Und das heißt, vor 1. April ist da erstmal nichts zu holen. Also das ist richtig, richtig schwierig. Und dann, ich weiß nicht, ob es einer von euch und Ihnen gelesen hat, Benny Overath. Benny Over ist ein schwerst Behinderter aus Rheinland-Pfalz, der unter der Duchenne-Krankheit leidet und er braucht deswegen eine dauerhafte Beatmung und das ist aber nicht vorgesehen in der Impfverordnung. Das heißt, er wäre unter Nummer 4. Das heißt, er könnte warten also ganz lange. Ja. Und das geht natürlich nicht. Und der ist dann an die Medien gegangen und ist vor allen Dingen auch, da er in Rheinland-Pfalz lebt, ist er an die Ministerpräsidentin gegangen, Malu Dreyer. Und Malu Dreyer hat in der Tat dann gesagt, nee, das geht ja überhaupt nicht. Und der ist jetzt geimpft worden. Und das ist halt ein Power-Typ. Der hat das dann durch. Aber es gibt viele Leute, die auch beatmet werden und so eine Krankheit haben, die kennen nicht die Ministerpräsidentin. Und das geht natürlich nicht. Also wir können ja nicht die Leute impfen, die am Zweifelsfall besonders gute Connections haben. Das geht ja nicht. Also meine Überzeugung war auch von Anfang an, dass Menschen mit chronischen Krankheiten, die das Risiko eines schweren Verlaufs haben, die müssen in der Impfreihenfolge besser gestellt werden. Das geht nicht so, wie das jetzt läuft. Und von daher glaube ich, dass auch
das Gesundheitsministerium mit Jens Spahn vorneweg, die sind dort teilweise wirklich zu bürokratisch aufgestellt und man muss da eine größere Flexibilität haben. Denn okay. Das ist genau wie Regina gesagt hat, es gibt Leute, die in den Heimen leben, denen geht es gar nicht so schlecht, aber es gibt Leute wie diesen Benny Over, das geht einfach nicht, denn man kann den nicht bis Mitte des Jahres warten lassen. Ja, sorry, das ist jetzt länger geworden. Ja, nein, es ist ja auch wichtig, nur ich habe gleichzeitig jetzt erst diese ganzen vielen Kommentare entdeckt, die uns hier begleiten und das ist gar nicht so leicht, das alles dann eben auch noch mit reinzunehmen. Also aus welchen Mitteln jetzt die Beiträge beim Kinderkrankengeld und so gezahlt werden, das wage ich jetzt mal ein wenig zurückzustellen. Ich glaube, wir wollen uns hier jetzt wirklich auf dieses Thema konzentrieren. Das scheint mir doch schon wirklich weit genug. Ich meine, ich glaube, manche Dinge wurden jetzt auch schon angesprochen mit den pflegenden Angehörigen, die erst zur dritten Impfwelle gehören und deren in Risikogruppen ist. Es gibt hier ein, zwei Fragen. Wir müssen mal gucken, was wir hier jetzt nicht aufgreifen, können wir auf jeden Fall ja auch im Nachhinein noch beantworten, weil ich habe jetzt Nadine Schindel nämlich ja vorhin einmal unterbrochen, damit wir diesen ersten Komplex beantworten. Aber Nadine, du hattest noch einen zweiten. Ja, ich hatte noch eine zweite Frage und da geht es um den Impfstoff von AstraZeneca. Also ich finde, das klingt so schön, wenn wir sagen, wenn wir den haben, dann impfen wir die Menschen mit Behinderungen, die nicht in den Einrichtungen sind. Und ich finde das auch ganz toll, dass sich überhaupt so viel Gedanken gemacht wird. Ich glaube, da sind wir hier in Hamburg doch noch mit, weiterdenkenden Politikern aufgestellt, als das vielleicht anderswo in Deutschland der Fall ist. Da bin ich ganz, ganz glücklich drüber. Aber jetzt ist es so, das wurde ja gerade auch schon erwähnt, der Impfstoff von AstraZeneca ist ja weniger wirksam. Das heißt, es ist ja schön, wenn man sagen kann, man ist geimpft, aber man hat dann doch noch ein relativ hohes Risiko, dass man es trotzdem bekommt. Gerade mit Blick auf das Long-Covid-Syndrom wäre das jetzt eine Sache, wo ich sage, das würde mich doch sehr interessieren oder sehr freuen, wenn man da noch etwas genauer hinschaut, ob man damit jetzt wirklich das Problem löst. Weil wenn man in der akuten Phase von einer Covid-Infektion zwar durch den Impfstoff nur einen Husten bekommt oder dergleichen, aber dann Monate später das Long-Covid-Syndrom entwickelt, dann ist einem ja auch nicht geholfen. Das ist das eine, was mich also sehr umtreibt. Und das andere, soweit ich informiert bin, ist der AstraZeneca-Impfstoff ja ein Vektorimpfstoff und da besteht wohl ein Risiko, das ist jetzt nicht, dass es wahnsinnig häufig ist, aber es kommt eben vor, dass Menschen schon gegen das Trägervirus, also das abgeschwächte Nicht-Coronavirus, das das Erbgut vom Coronavirus in die Zelle bringt, immun werden und deswegen dann die zweite Impfdosis nicht mehr so den Effekt hat, wie sie ihn haben sollte. Ich hoffe, ich habe das jetzt möglichst verständlich zusammengefasst. Und ja, diese Effekte einer vorzeitigen Immunisierung, die hat man eben bei den mRNA-Impfstoffen nicht. Und es wurde ja hier gerade schon nun mehrfach erwähnt. Ich will es jetzt aber auch doch mal sagen, da wir als Menschen mit Handicap einfach massiv viele Menschen um uns haben, die uns unterstützen. Das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, wenn man nicht in der Lage ist. Es ist ja nicht nur der Pflegedienst. Es sind auch die Leute von der ambulanten Eingliederungshilfe, von der Haushaltshilfe, der Reha-Techniker. Es sind unglaublich viele Leute, Therapeuten, Ärzte, Fahrdienste. Und das sind alles Kontakte, die kann man nicht aussetzen. Ich meine, man muss auch während Corona-Pandemie irgendwie zum Arzt. Und wenn man da nicht hinfliegen kann, dann braucht man einen Fahrdienst und dergleichen mehr. Also von daher, wir sind sehr darauf angewiesen, die höchstmögliche Sicherheit zu haben, dass uns der Impfstoff auch wirklich schützt. Und da vermisse ich einfach zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man sich mit diesem Thema überhaupt so beschäftigt, inwieweit der
AstraZeneca-Impfstoff denn jetzt wirklich? Ja, okay. Ich glaube, die Frage ist jetzt auch angekommen. Vielen Dank. Ich hatte das ja vorhin auch schon angerissen und dann haben wir es noch gar nicht weiter verfolgt. Es geht ja darum, dass er bei Älteren noch nicht durchgetestet ist tatsächlich. Aber dass er jetzt bei bestimmten, also gerade bei Menschen mit Behinderung nicht wirken würde. Matthias oder Regina, muss ich da mal ansprechen, das ist mir jetzt nicht bekannt. Aidan, ich kann dich einfach bestätigen, der Knackepunkt ist, dass es eben Ältere waren, die nicht in dieser Testgruppe waren, sondern nur Jüngere. Und in anderen Ländern ist AstraZeneca zugelassen. Bei uns sind die Vorgaben strenger, um mit einem Impfstoff durchzukommen. Und man hat gesagt, weil da keine Testungen stattgefunden haben bei den Älteren, sollen die damit nicht geimpft werden. Aber die Wirksamkeit, die ist auf alle Fälle gegeben, sonst wäre dieser Impfstoff nicht zugelassen worden. Ich habe noch mal ausdrücklich bei Melanie nachgefragt. Die ist da in diesem Thema natürlich tiefer drin. Also Nadine, die Sorge kann ich dir nehmen. Der Impfstoff ist hochwirksam und man, weil eben die Älteren nicht getestet wurden, ist das eine Sicherheitsmaßnahme, dass man es halt für die Älteren dann nicht nimmt. Und gleichzeitig wird es auch durchaus bei den Älteren ja getestet zurzeit, nur sie gehörten damals nicht zu den Probanden. Ja. Das mussten die dann einräumen von AstraZeneca. Und deswegen können sie es natürlich bei der Gruppe dann auch nicht garantieren. Da wäre allerdings, und das ist ja unsere große Hoffnung, tatsächlich die gesamte Problematik mit Lieferung, Aufbewahrung und so extrem einfach. Und man könnte sofort dazu übergehen. Und das betrifft ja auch neben Menschen mit Behinderung eben auch viele Ältere, die nicht mehr ihr Haus verlassen können. Also da gibt es ja diverse Gruppen, auch diejenigen, die eben dann geimpft werden können, beziehungsweise sogar die Hausärzte, die es dann eben bei sich zu Hause wollte ich schon fast sagen, Entschuldigung, die sich das bei sich in der Praxis dann eben auch lagern können und verimpfen können. Darf ich das noch mal ergänzen? Es ist tatsächlich auch schon in Planung und da ist unsere Gesundheitsbehörde in Gesprächen mit den Ärzten, dass eben Arztpraxen das dann vorhalten können, solche Impfungen, bis hin, dass man überlegt, also strategisch, dass Hausärzte sozusagen kleine Impfzentren bilden, also dass man nicht zu seinem Hausarzt geht, sondern einen bestimmten Hausarzt in der Nähe hat und zu dem dann alle gehen können, die dann geimpft werden sollen. Also da in diese Richtung gehen die Planungen. Genau. Hier in Hamburg. Also ich weiß, alle sagen mir immer, ach Aidan, wenn du das sagst, so ist jetzt auch nicht so. Aber trotzdem sage ich es jedes Mal dazu. Es ist schon auch noch etwas Besonderes, dass wir überhaupt so schnell Impfstoffe haben. Also normalerweise brauchen die eben viel, viel länger. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben das natürlich sehr unterstützt, also gerade auch vom Bund aus, die gesamte Forschung, auch finanziell, und freuen uns sehr. Der Fehler, der passiert ist, ist, wir haben einfach alle gedacht, jetzt geht's ganz schnell, nicht? Jetzt wird es ganz schnell geliefert und da hatten alle viele Hoffnungen, dass es sofort Anfang des Jahres losgehen würde. Und dann kam der Impfstoff eben nicht in der Menge. Aber wir hoffen doch jetzt, dass es eben Schritt für Schritt auch vorangeht und mit Verzögerung von 1-2 Monaten. Aber ich denke dann immer, na gut, wenn es das nur ist, dann wären wir ja immer noch alle recht gut dran. Jetzt habe ich vorhin Axel Grassmann aber ein bisschen abgewürgt, als er nochmal auf eine besondere Gruppe ja hinweisen wollte, nicht am Anfang schon, nämlich diejenigen, die vielleicht der deutschen Sprache gar nicht so mächtig sind, hier auch einen gar nicht so klaren Status haben. Axel, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich die Situation von Geflüchteten, war das jetzt richtig, die in Einrichtungen sind? Da wolltest du, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, weil die große Frage ist sozusagen zwischen Expertenwissen und wie wird informiert. Und ich merke, gerade diese Personengruppe wurde wirklich in der Frage Information und wie gehe ich damit um, komplett übersehen und auch nicht mitgedacht, weil ich glaube, allen ist klar, dass es eine schwierige Situation ist und der Impfstoff kommt zeitig. Und es gibt viele Ängste und es gibt viele Fragestellungen, auch von unseren Mitarbeitern, wie gehe ich da mit dem Impfen. Es sind aber sehr viele einsichtig, aber was fehlt, ist aus unserer Sicht vernünftige Information. Und das ist natürlich für Menschen, die hier ankommen, ein wirkliches Drama. Ich sage mal, in der ersten Zeit war es so, dass, ich sage mal, dass
schon etwas unklar war, was kommt. Und da wurden natürlich viele in der muttersprachlichen Quellen gesucht, wie geht es da eigentlich weiter. Dann wurden auch die Kinder nicht betreut, das haben wir besprochen. Und Homeoffice oder Homeschooling, Schooling ist natürlich schwierig, wenn ich die Muttersprache kann, aber die Schulaufgaben gar nicht lesen kann. Und dieser Lockdown hat natürlich auch dazu geführt, dass Menschen, die in Unterkünften leben, in denen es kaum einen Zugang ins Internet gibt, kaum Einzelräume gibt, kaum Beschulung gibt, natürlich die Frage ist, wie kann da Online-Tool oder geskyped werden, das findet da nicht statt. Und parallel haben die Behörden zugemacht, sagen, wir sind nur telefonisch oder online erreichbar, Termine finden nicht mehr statt. Ich sage mal, Gesamtplankonferenzen finden nicht mehr statt, entweder per Post oder per Telefon. Das sind natürlich für Menschen, die jetzt hier gerade ankommen und versuchen, wirklich in dieses System zu kommen, verheerende Situationen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie löse ich das? Indem ich schlicht und ergreifend besser informiere. Und das ist was wir durchgängig feststellen, dass die Information, wir geben, glaube ich, 180 Milliarden für Wirtschaftsförderung aus. Und wir haben im Jahr 2021 die gesetzliche Vorgabe, dass die Seiten barrierefrei sein müssen. Und die Menschen, und die das brauchen, Menschen mit geistiger Behinderung oder auch gehörlose Menschen, die brauchen diese Information. Und diese Informationen fließen nicht, weil ich glaube, dann hätte es eine andere Einsicht und eine größere Ruhe gegeben. Und das finden wir, also bevor wir jetzt diese ganzen, ich sage mal, Matthias Bartke hat das ja dargestellt, Schwierigkeiten darstellen, das finde ich alles begründbar. Es kommt von der Pflege, wurde runtergedacht in unsere Richtung. Aber meine größte Kritik ist, wieso gibt es keine Information dazu? Und das bedeutet eben für Menschen, die aus einem anderen Land kommen und diese Sprache nicht können, zurzeit komplette Isolation. Also zum Teil kann ich das bestätigen. Zum Teil muss ich sagen, also im Frühjahr, als es begann sozusagen zum ersten Mal, da ist es mir hier in meinem Wahlkreis aufgefallen. Es ist allerdings, ging es eben auch stark darum, es gibt ja Leute, die haben eine Anbindung. Also man kann das jetzt gar nicht so ganz pauschal sagen. Nicht alle, die hierher kommen, haben sozusagen von vornherein gar keine Anbindung, sondern in den Unterkünften werden sie zum Beispiel durchaus informiert. Aber wenn sie gerade raus sind beispielsweise, sind sie eben durchaus isoliert, weil sie dann auch manchmal eben sprachliche Probleme haben. Wir haben dann festgestellt, mit Hilfe der Stadtteilmütter, die ich ja nun auch schon seit vielen Jahren sehr unterstütze, weil sie eben wirklich in die Familien Zugang haben, häufig, wo nicht immer jeder andere hinkommt und viele Sprachen sprechen. Die haben mir damals berichtet, dass es Familien gibt, die sich regelrecht zu Hause einschließen, weil bei denen die Information angekommen war, bloß nicht rausgehen. Es ist ganz gefährlich, nicht mit dem Virus, bloß nicht das Haus verlassen. Und das war sehr, sehr, sehr mühsam. Aber es gibt eben Einrichtungen, die auch von uns nochmal eine besondere Unterstützung bekommen haben. Aber das könnte ich jetzt nicht hamburgweit nicht mal sozusagen flächendeckend sagen. Aber die ich durchaus sozusagen, zu denen ich sehr viel Anbindung habe, wo ich immer wieder nachgefragt habe, die haben wirklich jetzt sich hingesetzt, teilweise mit Telefon und alle Familien versucht, so zu erreichen. Es war schon, also ist schon wirklich auch schwierig, ne? So ist keine ganz einfache Aufgabe, aber die haben eine Unterstützung bekommen. Die Infrastruktur steht aber meines Erachtens, das ist, glaube ich, jetzt gerade ganz richtig gesagt worden, die steht durchaus nicht überall. Ein bisschen will ich aber sagen, es gibt natürlich auch nicht geflüchtete, also ich sage mal deutsche Familien, die einsam sind und auch nicht alles so ganz genau verstehen oder mitbekommen. Also da gibt es etwas, was wir grundsätzlich, glaube ich, noch mal sehr genau überdenken müssen. Denn eigentlich können wir ja. Wir haben sehr viele Menschen, die viele Sprachen sprechen und sich sehr gerne engagieren. Das stelle ich immer wieder fest. Also gerade wenn ich zum Beispiel mit den Stadtteilmüttern unterwegs bin, da gibt es Möglichkeiten und gute Ansätze durchaus. Aydin, wenn ich da noch was zu sagen darf. Ja, natürlich. Natürlich, wir machen das ja auch.
Ja, wir gehen ja auch in die Einrichtung und stellen da was fest. Wir reden, wir haben hinter den Familien her telefoniert. Die waren unendlich dankbar, dass sie jemanden gefunden haben, der sich ihnen zuwendet und Informationen gibt. Das ist aber nicht ausreichend, was ich denke, sozusagen. Natürlich gibt es gerade wahrscheinlich in Hamburg, in Flächenländern auch, ich lebe in Schleswig-Holstein, gibt es die Situation, dass eine private Initiative stattfindet. Ja, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Das ist ja beliebig und zufällig. Und da sind Menschen, die haben große Sorgen. Und wenn man sich die Frage stellt, wer keinen Zugang zur Infrastruktur hat, der kriegt gar nichts. Und wer nicht lesen kriegt, kriegt überhaupt nichts. Mhm. Und dann, glaube ich, sollten wir diese Menschen an die Hand nehmen und auch den Blick darauf wenden, dass sie unsere Unterstützung brauchen. Absolut richtig. Hier fragt gerade jemand, ob wir das Thema gewechselt haben. Nein, es gibt auch unter den Geflüchteten Menschen mit Behinderungen und Menschen, die besondere Hilfen brauchen. Also wir haben jetzt nicht komplett das Thema gewechselt, schauen aber eben nochmal, wo eben beispielsweise auch die Lebenshilfe drauf guckt und darauf aufmerksam wird, dass da eine Lücke besteht. Regina, du bist... Ja, ich ruckel hier auf meinem Sessel. Ja, Matthias, du danach. Herr Grassmann, ich will Ihnen beipflichten in der Problembeschreibung und will einfach mal, ich sag mal, auch bei aller Problematik ein bisschen zum Positiven hinlenken. Ich finde, die Lebenshilfe macht an dieser Stelle, also vor Pandemiezeiten haben sie sich ja auch dieser Gruppe gewidmet und haben darauf aufmerksam gemacht, dass da was passieren muss. Die brauchen besondere Unterstützung und haben sich diesem Thema angenommen. Und wir haben das ja von der Bürgerschaft auch finanziell begleitet und wir wollen ja auch, dass sie weiter sich diesem Thema geflüchtete Menschen mit Behinderungen widmen und wir sind ja in den Haushaltsberatungen, wir werden das ja auch fortführen. Also das ist die positive Seite. Aber nichtsdestotrotz kann ich das ganz gut verstehen. Es ist problematisch mit der Kommunikation. Wir haben Teilhabeberatungsstellen, aber da muss man auch, ich sag mal, proaktiv sich hinwenden und man kann nicht in Kontakt treten. Man muss zum Telefon greifen. Ich will noch mal auf die Webseiten hinweisen, die barrierefrei, wo auf barrierefreie Gestaltung drauf geachtet werden soll. Die Eindämmungsverordnung ist in leichter Sprache zu lesen mit Gebärdendolmetscher Untertitelung. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Kunert noch da ist. Das ist auch so ein Thema des Seh- und Blindenvereins, die ja auch nochmal besondere Bedarfe haben. Aber die Gruppe, die Sie jetzt ansprechen, ich nehme das Problem mal mit, Herr Grassmann. Ne, die haben einfach diesen Zugang nicht, so wie Sie es ja richtig geschildert haben. Und wir können ja da nochmal in Kontakt treten, was man von politischer Seite da vielleicht noch mehr befeuern müsste. Okay, danke. Naja, ich muss sagen, also unsere Zusammenstellung hier zeigt doch, dass wir eben auch so noch öfter zusammenkommen müssen, natürlich auch jetzt ohne einen Livestream, sondern einfach immer wieder in diesen verschiedenen Formationen haben wir ja das ganze Jahr über versucht, wirklich auf viele Gruppen aufmerksam zu werden. Das wird noch eine Weile zumindest ja auch so weitergehen. Matthias, du wolltest aber eben dich auch einklinken. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, also einmal finde ich es richtig, dass Regina Jeck das auch mit als in die Bürgerschaft nimmt, dieses Thema, weil es natürlich wirklich auch ein sehr gravierendes Thema ist. Und zum anderen fand ich es aber total interessant, weil das war mir jetzt auch noch nicht so bekannt, aber es ist ja einleuchtend, Aidan, was du gesagt hast, dass diejenigen, die in den Einrichtungen sind, da funktioniert offensichtlich die Kommunikation dann schon etwas besser. Aber wenn die dann rausgehen und da eben alleine sind und dann sind sie auf sich gestellt und das ist natürlich in einem Land, was man nicht kennt, wo man die Sprache nicht beherrscht, das kann richtig schwierig sein, das glaube ich auch. Und da muss man natürlich, glaube ich, richtig ansetzen. Mhm. Ja, vielleicht, also irgendwie, das ist jedes Mal so, dass die Zeit immer so schnell voranschreitet und man hat eigentlich noch eine ganze Menge zu besprechen. Ich schaue immer mal in diesen Chat, deswegen gucke ich hier immer zur Seite, also nicht, dass das jemand falsch versteht. Da sind teilweise sehr grundsätzliche Fragen und ich habe auch das Gefühl, wir haben auch Zuschauer einmal aus Niederbayern und sogar aus NRW, das finde ich sehr schön, die ab und zu auch etwas kommentieren oder sogar aus Passau, wenn ich das hier richtig sehe. Hier wird gefragt, wie viele Personen, also vielleicht ist das eine Frage auch an die Lebenshilfe.
Wie viele Personen würde man jetzt so als nochmal diejenigen vielleicht sehen, die besonders nochmal eine besondere Hilfe brauchen, auf die man besonders schauen müsste? Oder wie stellt sich das eigentlich für die Lebenshilfe im Moment dar, was sozusagen an konkreten Schritten jetzt das Wichtigste wäre? Ich glaube, es ist noch nicht entmutet. Okay. Ich bin ja diszipliniert, aber nicht beim Anmachen. Super, danke. Also das Erste hat Matthias Bartke und Regina Jeck auch gesagt, diese Situation zu sagen, diese Angst, diese Menschen oder viele Menschen haben wirklich Angst zu Hause sitzen, dass sie sich infizieren. Oder aber auch für Menschen mit Trisomie 21 ist das eine große Bedrohung. Und zum Teil ist es auch schwierig zu verstehen. Und wir haben in der Tat etliche Betreuung, die wir nur telefonisch betreuen, weil sie nicht mehr rausgehen. Ja? So, und bei der Gruppe, wenn man sich das mal anguckt, dann müsste man natürlich sagen, die Menschen mit Behinderung, schwerst Mehrfachbehinderung. Nadine Schindel hat gesagt, besonders die Menschen, die nicht in Einrichtungen leben, sind im Fokus. Die alleine leben, die sich an niemanden wenden können. Das sind die Gruppen, und bei den geflüchteten Personen sind das natürlich auch Menschen, die die deutsche Sprache nicht können, die strukturelle Analphabeten sind. Auch die sind im Fokus, wo man sagen kann, zum einen können wir aus der Hochrisikogruppe kommen, auf der anderen Seite auch übertragen. Ja? Und das sind die Gruppen, wo man sagen muss, das sind vielleicht die Schwächsten in unserer Gesellschaft, oder ich würde das so sehen. Und die sind leider nicht so wirklich im Fokus. Auch wie du, Aidan, gesagt hast, in der Schule ist es jetzt so, auch da muss man feststellen, dass das nicht stattfindet. Und ich will mal so eine Geschichte erzählen, die ist ganz kurz, aber sehr eindringlich, von meiner Tochter, die in Billstedt an der Stadtteilschule ist. Das ist eine Schule mit einem sehr hohen Migrationshintergrund. Sie ist da Lehrerin und unterrichtet und sagte mir, ein Mädchen ruft an, weint und sagt, Frau Grassmann, ich kann am Unterricht nicht teilnehmen. Wir haben nur ein Tablet und wir sind aber 4 Kinder. Und diese Situation erleben wir permanent. Also dass die Kinder, die sind abgehängt, und die Situation Digitalisierung ist abgehängt. Da gibt es wirklich relativ viele, die nicht so gut wegkommen, wenn ich das vorsichtig sage, in der jetzigen Situation. Und das sind die Gruppen, wo man wirklich feststellt und mit dem Brennglas, was nicht funktioniert. Wobei ich dazu natürlich gerne sagen möchte, also das ist etwas, was mich persönlich sehr beschäftigt, auch beschäftigt hat von Anfang an. Und ein bisschen hat es mich auch sauer gemacht, wobei ich das Gefühl habe, Hamburg ist da sogar recht gut im Moment. Wir haben ja als Bund sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, was wir ja eben sonst immer nicht können, nicht so mit diesem Kooperationsverbot für Schulen etc. Aber wir haben es eben geschafft, sehr viel Geld zur Verfügung zu stellen, damit diese Tablets angeschafft werden können. Und zwar gerade für diejenigen, die sich eben nicht leisten können. Regina, kannst du ein bisschen das Mikro sonst ausmachen? Ich blätter gerade. Ja, genau, das hört man. Haben wir alle mitgekriegt. Genau. Und ich habe aber, und da ist Hamburg gar nicht mal so schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich nehme aber jede Geschichte natürlich sehr, sehr ernst und jedes persönliche Schicksal. Es gibt aber teilweise sogar Kommunen, die sagen, ihr Land hat noch gar nichts ihnen zur Verfügung gestellt. Also noch überhaupt nichts. Ne? So, da wurde noch gar kein Tablet angeschafft. Das macht einen dann auch so ein bisschen, lässt einen wirklich verzweifeln, weil es ist ja nicht einfach, das alles immer wieder einzuplanen und einzuspeisen und eben zur Verfügung zu stellen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde, weil es ist heutzutage, ist man raus. Also gerade die jungen Leute bei den Kleinkindern, das ist noch nicht ganz so natürlich, aber die etwas Jüngeren können eben auch nicht mehr mitmachen, wenn sie kein Gerät haben, wenn sie sogar kein Gerät zur Verfügung haben. Und wenn man dann eben noch unter einer besonderen Situation vielleicht leidet oder einer Behinderung, dann das funktioniert eben nicht. Also da denke ich auch, da müssen wir wirklich noch mehr Dampf machen, dass das dann auch entsprechend umgesetzt wird. Ganz wichtig. Vielleicht darf ich in dem... Ja, na, warte mal, Matthias, ich bring gleich bei dir jetzt noch ein Thema, was ich unbedingt noch angesprochen haben wollte.
Weil wir haben schon nur noch eine Viertelstunde Zeit. Und das wollte ich aber noch angesprochen haben. Die Werkstätten haben ja nun auch alle zu. Also das Thema Arbeit betrifft ja auch diejenigen eben mit Behinderung nochmal in besonderem Maße. Ich glaube, Nadine hatte das schon angesprochen, ein Stück weit. Und es ist ja auch etwas, es hat eben, ich glaube, vorhin, Nadine, du hattest gesagt, es hat auch mit Einsamkeit zu tun, oder Matthias hatte das, glaube ich, auch nochmal erwähnt, hat eben auch nochmal damit zu tun, natürlich, die können eben auch nicht, also Inklusionsunternehmen haben geschlossen, ist ja auch nochmal eine besondere Härte natürlich. Und Matthias, dann kann ich ja die Frage sozusagen gleich mitstellen, dann kannst du das vielleicht noch mit aufnehmen, hat da die Regierung auch Pläne oder wurde das auch bei euch besprochen, wie auch natürlich dann hinterher, nicht? Also wie schnell können die wieder öffnen oder was können wir da an der Stelle tun? Ja, klar, gerne. Ich wollte zu dem vorigen Thema mit Beschulung nochmal zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass es genauso ist, wie du gesagt hast, dass Hamburg da extrem schnell ist. Und der Bund natürlich völlig sauer ist, wenn manche Bundesländer die Gelder nicht abrufen, weil der Bund stellt ja diese Gelder für Tablets zur Verfügung, damit die Schülerinnen und Schüler diese Tablets bekommen. Und wenn das dann nicht abgerufen wird, der Christian Föhn. Also das ist ja etwas, was ein Politiker total furchtbar findet. Erst organisiert er die Gelder und dann wird das nicht abgerufen. Aber dann, damit im Zusammenhang, ist natürlich die Barrierefreiheit auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das macht mir schon Sorgen. Ich habe mir unlängst ein Video angeschaut, wie man sich anmeldet im Impfzentrum. Und da muss ich gestehen, das habe ich schon nicht richtig verstanden. Wie ist das denn erst bei den Älteren oder geradezu bei geistig Behinderten? Das funktioniert überhaupt nicht. Da finde ich Barrierefreiheit und wie es vorhin eben auch gesagt wurde, diese Pandemie ist wie so ein Brennglas und es zeigt uns da, wo es schwierig ist. Und Barrierefreiheit bei Informationen war immer schon ein irres Problem und das wird jetzt nochmal richtig deutlich. Und bei den Werkstätten ist es in der Tat so, die behinderten Menschen, die dort arbeiten, sind natürlich in einer großen Sorge. Also was wir ihnen entnommen haben oder abgenommen haben, ist das Entgelt, was sie bekommen, das bekommen sie auch weiter. Aber ansonsten sind diese Werkstätten natürlich erst einmal dicht gemacht worden. Aber es wird nicht gearbeitet, sie werden trotzdem bezahlt. Die Werkstätten müssen das bezahlen. Und deswegen haben wir jetzt erst einmal dafür gesorgt, dass die Ausgleichsabgabe, das sind so spezielle Mittel, die nur für Menschen mit Behinderung gedacht sind, dass die also massiv jetzt auch genutzt wird, um die Werkstätten besser zu finanzieren. Und das regeln jetzt die Integrationsämter, die eben etwas stärker jetzt fördern. Und wir haben die Mittagsverpflegung. Da haben wir auch dafür gesorgt, dass die Menschen mit Behinderung, die dort arbeiten, das jetzt ausgezahlt bekommen, was ansonsten auch ein irres Problem gewesen ist. Und insgesamt haben wir aber, das gilt nicht nur für die Werkstätten, das gilt aber auch für sämtlichen gemeinnützigen Unternehmen, denen haben wir zumindest ermöglicht, dass sie jetzt Kredite von der bundeseigenen Bank bekommen. Ich bin zufälligerweise im Beirat des Dialog im Dunkeln. Das ist ja die Einrichtung, die in der Speicherstadt ist und die jetzt schon seit Monaten geschlossen ist, aber die natürlich auch über die Runden kommen muss und die wollten einen Zuschuss bekommen und dann hat die fördereigene Bank des Bundes gesagt, nee, den kriegt ihr nicht, ihr seid gemeinnützig, das ist nur für Gewerbliche. Und das heißt, sie standen kurz vor dem Exikurs, kurz vor der Pleite. Und da haben wir richtig Druck gemacht. Und dann haben wir das in der Tat 1 Milliarde nur für diese Unternehmen an Unterstützung losgeeist. Und das war schon ein ganz wichtiger Punkt. Also wir tun da, wir versuchen da hinzukriegen, was hinzukriegen ist. Aber es ist insgesamt natürlich, ich finde immer, das Finanzielle kann man lösen, aber so dieses Psychische, diese Einsamkeit, dass die Leute nicht mehr hingehen können, das macht mir persönlich auch richtig große Sorgen. Ja. Wenn ich das kurz ergänzen darf, nur ja, ganz Regina, kurz. Ja, Regina, vielleicht darf ich da noch eine Frage gleich an dich mitgeben, wenn du es gerade ergänzen möchtest. Das passt super, weil es kam jetzt hier auch die Frage, wie barrierefrei denn die Impfzentren in Hamburg sind. Ich würde kurz zu Matthias noch mal ergänzen. Also dieser Corona-Teilhabefonds von
den ihr da am Anfang des Jahres aufgelegt habt, da sind ja auch die Inklusionsfirmen drin, Sozialkaufhäuser. Das ist wirklich eine ganz, ganz gute Sache und sehr, sehr hilfreich. Und die Werkstätten hier, Herr Krassmann, Sie werden es sicherlich bestätigen, sind inzwischen mit Hygienekonzepten und Beachtung und Vorsichtsmaßnahmen so weit, dass sie so einen Wechselbetrieb haben. Also dass da Menschen jetzt auch in die Werkstätten beschäftigt werden, also und die Gruppen wechseln. Ich war mit den Werkstatträten im Gespräch und die haben mir das so dargestellt. Also dass man so dieses mit der Isolation so ein bisschen abgemildert hat, dass sie doch zum Teil wieder bei der Arbeit wieder in Kontakt treten können. Das zu den Werkstätten noch mal ergänzen. Und ja, zu den Impfzentren. Da gibt es zum Impfmanagement eine zentrale Regelung, die die Bundes-KV ausgestaltet hat. Und hier in Hamburg auch zum Fiasko geführt hat. Also man versucht es jetzt so zu heilen. Melanie Neonath ist dabei, also auf die Bundes-KV so Einfluss zu nehmen und zu sagen, das und das sind die Mängel und wir möchten das abgestellt haben. Es sind ja einige Bundesländer dazu übereingegangen, die jetzt von dieser zentralen Lösung abgewichen sind und ihre eigene genommen haben. Und Melanie Leonard hat erstmal, es ist ja auch, wenn man so einen Systemwechsel macht, ist das ja auch nicht so ohne und hat gesagt, sie möchte erstmal gucken, dass das abgestellt wird. Aber es ist richtig, also es war nicht nur es war nicht barrierefrei für Menschen mit Behinderung, sondern für alle Menschen. Wir hatten an einem Tag da ist mal so alles zusammengebrochen. Ne? Aber gut, okay, jetzt werden wir sehen und da ist das Augenmerk drauf, dass es dann auch wirklich klappt. Ja, das wurde mir heute mitgegeben, muss ich sagen. Also es wurde mir nochmal im Besonderen dargestellt, was teilweise eben so die Ideen dann sind von den Kranken, also von den KVen, Krankenversicherungen und teilweise, also dass dann der Arzt vorne etwas erklärt, lang und breit, aber hinten kommen die Leute immer nach und wollen ja nun geimpft werden und sich da ganz viele nun sozusagen plötzlich sammeln und nicht richtig weiterkommen. Also das musste, glaube ich, alles erstmal eingespielt werden. Aber inzwischen ja besser zu funktionieren. Ja, aber ich sag mal, das ist das Impfmanagement. Das Impfzentrum selbst ist, wir haben ja ein Projekt von der Patienteninitiative Barrierefreie Praxen. Und die werden zum Teil von uns unterstützt, als auch von hier von der KV hier. Und die haben einen Auftrag gekriegt, das Impfzentrum, das war schon im Januar, Anfang Januar, auf Barrierefreiheit zu prüfen. Und das Impfzentrum selbst, das hat da bei dieser Überprüfung gut abgeschnitten. Aber das Impfmanagement selbst nicht, das ist nicht barrierefrei. Ja, daran wird gearbeitet. Nadine, darf ich dich noch mal fragen, was ist denn dein größter Wunsch für diesen Sommer? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich wünsche mir, dass so gut es geht, diese, jemand sagte das so schön, diese Konkurrenzen innerhalb der Gesellschaft, ganz speziell um den Impfstoff, aber was Menschen mit Handicap betrifft, eben auch diese Erfahrung, es geht ja nicht nur um den Impfstoff, sondern eben auch darum, dass Menschen, die ambulant unterstützt werden, ihre Unterstützer nicht so testen lassen können, weil einfach die Möglichkeiten dazu nicht geschaffen sind im Moment, dass diese Konkurrenz innerhalb der Gesellschaft als Ganzes, aber eben speziell zwischen den Menschen in Einrichtungen und den Menschen, die nicht in Einrichtungen sind, dass die im Sommer wesentlich besser ist oder vielleicht sogar ganz aufgehoben, weil
Matthias Bartke hat das ja gerade angesprochen. Ich weiß es aus persönlicher Erfahrung. Es ist ein Akt, sich in das selbstbestimmte Leben, wie soll ich sagen, durchzuschlagen. Und natürlich braucht es dafür auch viele helfende Hände. Also das habe ich nicht allein gemacht. Aber es braucht auch viel Kraft und einen starken Willen. Und wenn man es dann endlich geschafft hat, dann festzustellen, ja, und dann kommt die Pandemie und man hat irgendwie das Gefühl, man ist so ein bisschen, ich sage das jetzt mal ganz deutlich, man ist so ein bisschen schlechter gestellt. Also man wird ja nicht nur später geimpft, sondern man hat eben auch weniger die Testmöglichkeiten für die notwendigen Unterstützer und dergleichen mehr. Das ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, für mich ist es schade, für andere ist es vielleicht je nach naturell echt fatal, weil man sich dann die Frage stellen könnte, wofür habe ich es dann gemacht, wenn ich im Zweifelsfall dann nicht so gut geschützt bin wie Menschen in Einrichtungen. Ja, und das ist so ein bisschen, was mich sehr nachdenklich macht. Ich mir denke, das ist kein schönes Signal. Auf der einen Seite Menschen die letzten Jahre hindurch ermutigt zu haben, den Weg in die Selbstbestimmung zu gehen und zu sagen, dann werdet ihr auch unterstützt und das ist alles möglich mit ambulanten Pflegediensten und dergleichen mehr. Und auf der anderen Seite aber jetzt zu zeigen, wenn die Pandemie kommt, dann, ja, dann müsst ihr ein bisschen gucken, wo ihr bleibt. Liebe Nadine, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast uns heute wirklich nochmal richtig was auch mit auf den Weg gegeben, uns auch an vielen Stellen ja nochmal mit Nachdruck wirklich darauf hingewiesen, worauf wir achten sollen. Regina, vielleicht nur ganz kurz, was hast du dir jetzt vorgenommen als nächstes? Gibt es etwas Spezielles, woran ihr gerade in der Bürgerschaft arbeitet? Also ich sag mal, ich halte mich jetzt ganz strikt an das Thema und wenn es um Wünsche geht, ja, dann hätte ich tatsächlich einen auch gerne geäußert und auch in Richtung von euch beiden. Es gibt den Entwurf des Teilhabestärkungsgesetzes und da sind gute Dinge für Menschen mit Behinderungen auf den Weg gebracht und wir als Landespolitikerinnen und Politiker haben da, wenn es dann, ich sag mal, in die Abstimmung kommt und beschlossen werden soll, da gute Möglichkeiten auch abzufedern und Möglichkeiten, was für die Menschen mit Behinderungen dann auch auf Landesebene zu tun. Also mein Wunsch ist, bleibt an diesem Entwurf gut dran und ich denke, es wird ja immer noch ein bisschen gefeilt, aber ich finde so diese Grundrichtung ist wirklich gut und ich wünsche mir, dass das Gesetz verabschiedet wird. Also vielen Dank. Das Teilhabestärkungsgesetz, Matthias, da sitzt ihr ja nun gerade dran. Vielleicht darf ich dich aber trotzdem noch fragen, was ist gerade das, was, also natürlich das Impfen, also das steht ja nun irgendwie über allem, dass wir das möglichst schnell und gut hinbekommen, dass wir genügend Impfstoff besorgen können und natürlich bis zum Sommer wirklich schon viele Menschen auch geimpft haben. Was gibt es, was du dir darüber hinaus aber noch wünschst? Also wir sind... Entschuldigung, jetzt ist Matthias. Entschuldigung, Matthias. Alles gut. Mein Wunsch ist geäußert. Ich habe noch andere, aber die bereite lass mich. Regina, gerne. Ich will ganz kurz was zum Teilhabestärkungsgesetz sagen. Das ist in der Tat ein Gesetz, was wir derzeit in der parlamentarischen Beratung haben. Da haben wir erstens drin, dass die Assistenzhunde deutlich stärker gefördert werden. Das ist, die meisten kennen das bei den Blinden. Und es gibt eine Person, die da ganz hinterher gewesen ist, und das ist die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme, die totaler Hundefan ist und die hat auch schon mal auf der Fraktionsebene und Fraktionssaal mussten die ganzen Blindenhunde antanzen und Kunststücke vorführen. Total großartig. Also das ist die, und das ist für Menschen mit Behinderung häufig total wichtig. Das zweite ist, dass wir eine Ausweitung des Budgets machen wollen, dass also Menschen aus den Werkstätten auch eine Ausbildung am ganz normalen Arbeitsmarkt bekommen. Und das Dritte, das ist ein Thema, was eben auch ganz wichtig ist, das ist der Gewaltschutz für Menschen mit Behinderung und vor allen Dingen auch häufig für Frauen mit Behinderung. Also das sind Themen, die wollen wir da bewegen. Aber ich möchte auch die drei oder die Antwort geben auf das, was ich mir wünsche. Ich habe nämlich drei Wünsche hat jeder frei. Also mein erster Wunsch ist, dass bis zum Sommer
bis Ende des Sommers alle wirklich auch ein Impfangebot bekommen haben. Das hat der Gesundheitsminister angekündigt und die Kanzlerin auch. Und ich möchte, dass das auch eingehalten wird. Das Zweite ist, dass die Impfzentren barrierefrei sind und wie Regina gesagt hat, auch das Impfmanagement, weil die Impfzentren sind gut barrierefrei, aber das Impfmanagement, das funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, da muss noch was gemacht werden. Und dann wünsche ich mir am allermeisten, dass die Schulen bald wieder aufmachen. Das ist, glaube ich, der größte Wunsch, den ich habe. Meine Tochter würde dazu sagen, naja, ich bin ja dann raus. Sie gehört zu denen, die später mal erzählen werden, die gesamte Oberstufe in Corona verbracht zu haben. Es ist auch eine Station im Leben. So, ich möchte mich bei euch ganz doll bedanken, aber am herzlichsten, wenn ich das einfach mal so darf, bei Axel Grassmann, der uns heute, der eigentlich auch den Anstoß gegeben hat für diese Veranstaltung. Und lieber Axel, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, deine Wünsche oder die der Lebenshilfe, das wird sich jetzt wahrscheinlich ein Stück weit überschneiden. Was sind denn so da, wenn, also jetzt bleiben wir bei den Wünschen, ne? So, was sind denn da die Dinge, die ihr gerade vorschweben würden? Naja, ich sag mal, weg von dem Klein-Klein zu einem Gesamtkonzept, dass Menschen, die jetzt geimpft werden, vorrangig Masken und Schnelltests kriegen, scheint nicht so durchdacht zu sein. Nadine hat es ja ausgeführt, sehr plastisch und sehr deutlich. Es gibt Gruppen, die brauchen das unbedingt. Das Zweite ist, ich komme gerne wieder bei allen Verwerfungen, die wir im Einzelnen in den ganzen Aspekten diskutieren. Barrierefreiheit ist die Grundlage der Kommunikation und der Teilhabe unserer Gesellschaft. Und was wir jetzt erleben, das findet nicht statt. Und das Dritte ist, ganz einfach, vielen Dank, Aidan, dass du dieses Thema aufgenommen hast. Und mein Wunsch ist, dass wir weiter dieses Thema aufnehmen und weiter vorantreiben, damit das auch wirklich in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Absolut. Das war eben auch unser Wunsch. Und deshalb möchte ich mich nochmal bei allen ganz, ganz herzlich bedanken. Übrigens auch bei denjenigen, die hier gar nicht so sichtbar sind. Höchstens mit solchen Button, die sieht nicht jeder. Aber es sind ja hier unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, die ordentlich vorher geschwitzt haben, hier die Schalter auch hinzubekommen, weil so manch ein Gerät plötzlich nicht wollte. Also auch an die möchte ich einen ganz herzlichen Dank richten, Annika Urbanski, Martin Hesselbart und wer da noch alles so im Hintergrund werkt. Genau. Und Axel, das greife ich auf. Das war mir wirklich jetzt auch sehr wichtig. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich nochmal dafür bedanken, dass wir ja in normalen Zeiten, wenn ich das mal so sagen darf, uns auch in Altona treffen. Und ich war ja öfters auch schon bei euch und fand die Anregung immer wieder wichtig, auch für die Arbeit. Weil manchmal kann man sich nicht jedes Detail eben denken, sondern braucht diese Anstöße, braucht die Kommunikation. Und nur so können wir auch immer wieder weiterkommen. Davon bin auch ich fest überzeugt. Also deshalb, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen natürlich ganz herzlichen Dank. Es wurde hier, glaube ich, teilweise ganz lustig nebenbei noch debattiert im Chat. Wir gucken uns das später nochmal ordentlich an.